Leute, willkommen wieder zu einer neuen Folge Let's Play Nordprawn. Und zwar sind wir jetzt, ich bin in der im sechsten Level hier in diesem Spiel. Es ist das schwierigste Rätsel der Welt. So sagen es die Entwickler und so behaupten das auch andere Leute. Es ist ein Online-Rätsel, so eine Art, wie soll ich sagen, ein Spiel, wo man einfach von einem Level ins nächste kommen muss. Man muss irgendwie den Lösungshinweis finden und dann ins nächste Level kommen. Das befindet sich alles auf einer Website. Und man muss quasi einfach nur irgendwie versuchen, zur nächsten Seite zu kommen, auf dieses nächste Level. Und jetzt bin ich im sechsten Level. Mir ließ das gestern keine Ruhe mehr, weil ich da echt eine halbe Stunde gespielt habe und nicht weitergekommen bin. Und ich glaube, ich weiß, wie es jetzt funktioniert. Schauen wir mal, ob es stimmt. Wir steigen mal ein, schauen uns das Rätsel nochmal an und mal sehen, ob ich das jetzt schaffe. Wünsche ich viel Spaß, eine gute Unterhaltung. So, und zwar heißt es Nordprawn, das Rätsel. Was sagt mir bereits? Da ist es. Und muss nur schauen, dass ich mich hier auch sehe. Passt. Okay, und zwar sind wir jetzt hier. Sorry, ein bisschen hier Kabelsalat. Na? Okay, gut. Das ist das Level hier. Level 6 eigentlich, glaube ich, nicht 7. Ich sollte hier Level 6 dazu schreiben. Nicht 6 und 5. So, Level 6 sind wir. Das kann man da so eingeben und dann muss man Simple Songs war das Passwort, genau. Simple Songs. So. Genau. Jetzt sind wir auf diesem komischen Level, was immer so laut ist. Hört sich mal ein bisschen an wie so ein Geist. Ist aber kein Geist, ich keine Ahnung, warum das so laut ist. So. Ja, wir haben ja herausgefunden, dass es hier im Schwarzen Zahlen gibt. Und zwar diese Kombination. Und ich dachte mir, erst, was ist das? Das kann ja kein Alphabet sein, weil es gibt ja kein Alphabet, was bis 100 geht. Was kann es sonst sein? Koordinaten sind es auch nicht, das ist zu viel. Das sind zu viele Zeichen. Und dann habe ich diese hier gegoogelt. Die Zahlen da unten. Mit dieser Search. Und siehe da. ASCII to Hex. Das dürften ASCII-Zeichen sein. Weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist. Eine ASCII-Tabelle. Text. Und ein Hexadezimal. Und zwar gibt es. Dezimal, Base, HTML, Binary. Ich brauche eine ASCII-Tabelle. Ich glaube nämlich, es sind ASCII-Zahlen. Was das ist, das kann man sich sogar so vorstellen, beim PC, ich habe das jetzt nicht studiert, aber meine das mal gelesen zu haben, hat ja jedes Zeichen eine Art okay, jetzt muss ich mir eine Tabelle suchen. Jedes Zeichen ist ja einmaliger. Das A, das B, das C, das D, E, F, G und so weiter. Ja? Der Computer speichert sich diese Zahlen und sucht dann die passenden Symbole anhand einer Tabelle heraus. Korrigiert mich, wenn ich was falsch sage. Und jetzt gibt es natürlich mehr Zahlen als das deutsche Alphabet, auch mehr Symbole als das deutsche Alphabet und mehr verschiedene Buchstaben und so weiter. Und jetzt haben halt diese Zahlen und Buchstaben und alles haben halt Nummern, nach denen sie durchnummeriert wurden. Ich weiß nicht, ob das das ist. Ja, genau, da haben wir sowas. Ich bin nicht sicher, ob ihr es hundertprozentig seht hier. Was haben wir hier? Hexacode, Octacode, wo ist da? Deck. So, hier haben wir jetzt, ja genau, da haben wir jetzt zum Beispiel sowas. So sehen wir jetzt mal, wir haben die erste Zahl, wir versuchen, ich schreibe das jetzt dann drunter. Hier kann man es erkennen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch sieht, die macht das mal ein bisschen größer. So. Solltet ihr das auch sehen. Das sind diese Zahlen aus der Homepage, die wir quasi mühevoll herausgesucht haben. Und hier sehen wir die Dezimalstelle oder
Hexadezimal, glaube ich, heißen diese Dinger. Und dann sehen wir hier den Buchstaben dazu. So, und jetzt hätten wir zum Beispiel 108, das ist ein L. Dann haben wir 101, das ist ein E. 107 ist ein K. Wahrscheinlich gibt es auch 116, ist ein T. Und 97 ist ein A, Lecta. Und dann haben wir 110, das ist ein N. 97 haben wir gerade gemacht, das war das, ein A. Und 104 ist ein H. Und 100 ist ein D. So, und jetzt haben wir hier diese Kombination Lecta, NAD. Das eine dürfte das Passwort sein und das andere der Zugangscode. Aber wir haben ja auch noch den Hinweis, dass das eigentlich ein Anagramm ist. Also gehen wir nochmal in diese Anagramm. Machen wir es wieder kleiner hier. Auf 100% wieder normal. So, und zwar haben wir hier den Anagrammgenerator. Jetzt geben wir mal das ein, was wir hier haben. Lecta, der soll uns mal Wörter daraus bilden. Kalte Hand. Ja, kalte und Hand. Aha. Das heißt, dass es eine andere Hand heißt, habe ich ja gesehen. Nee, nachher liegt ja nahe, dass es Hand ist. Kalte Hand. Ich vermute ziemlich sicher, dass das richtig ist. Ja. Es waren ASCII-Zeichen, ASCII-Tabellen. Ich weiß nicht, ob ihr das von früher kennt. Früher gab es ja immer so, wie soll ich sagen, bevor noch diese ganzen Smileys und die ganzen Piktogramme da waren, dann haben wir die Leute Symbole und große Grafiken mit so ASCII-Dinger gemacht. Naja, mit so Symbole halt. Da gab es immer wieder so ASCII-Grafiken. So, wir sehen jetzt weiter. Speichern wir uns das nächste Level. Level 7. Kalte Hand war das Passwort. Und speichern, das können wir jetzt wieder entfernen. Ja, das brauchen wir nicht mal vorwärts, zurückwärts. Ja, außerdem stand ja in diesen Hinweisen von dem Spiel, dass der Link zum nächsten Level nichts mit dem jeweiligen Level zu tun hat. Also muss man nicht versuchen, da irgendwie dadurch quasi irgendwie weiterzukommen. Ich bin aufgeregt. Aber okay, wir sind weiter. Was muss ich jetzt machen? Level 7. Was haben wir hier heute? Die gute alte Schule. Ist das ein Twix? Ein Twix-Riegel? Rückwärts. Rückwärts benenne es rückwärts. Benenne es rückwärts. Suchen wir mal das Bild. Vielleicht ist wieder was im. Benenne es rückwärts. Von hier an wird kaum noch ein Level ohne Einsicht des Quellcodes mehr gelöst werden können. Stehen das überhaupt? Irgendwo im Quellcode steht das. Also mit da unten. Schriftgröße 1. Von hier an wird kaum noch ein Level ohne Einsicht des Quellcodes mehr gelöst werden können. Okay, das heißt, die geben uns jetzt öfter mal Hinweise innerhalb des Quellcodes. Jetzt sehen wir Screen 7. Audiomusikdatei 1, das war vorher auch schon so. Die gute alte Schule. Die gute alte Schule. Good old school. Old school. Benenne es rückwärts. Benenne es. Was ich benennen.
Ah, da unten steht noch was. Welcher Riegel ist das? Ja, das ist ein Hinweis, der gar nicht angedruckt wird. Welcher Riegel ist das? Twix. Die Zeiten haben sich geändert, steht auch noch. Die Zeiten haben sich geändert. Welcher Riegel ist das? Twix. Twix ist nur ein Wort. Wie komme ich überhaupt ins nächste? Wo ist denn das Passwort drück? Twix. Twix. Deutsch bitte. Twix ist ein hergestellter Schokoriegel, er besteht aus Karamell und Keks und so weiter und so weiter. Geschichte von Twix. Raider. In Deutschland und Österreich kam der Riegel 1976 unter dem Namen Raider auf den Markt. Ja, stimmt, die hießen mal anders. Das habe ich mal gehört. Die hießen anders. Die hießen Raider. Und weiter? Der Werbeslogan zur Marketingführung Raider in Deutschland lautet knusprig im Biss, lang im Genuss. Claim. Raider heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nichts. Okay. Gut, die hießen mal anders. Okay, der Riegel hieß mal Twix. Hieß mal Raider. Raider rückwärts. Benenne es rückwärts. Warte mal kurz. Schreiben wir es auf. Raider. Radio. Ja, aber wohin? Wohin soll ich das tippen? Da vielleicht? Radio. Ja. Okay. Easy going hier. Level 8. Okay, sie wollten einfach nur das. Okay. Jay should pack his stuff. Steht da? Sorry, English. JPEG. JPEG. Es ist ein JPEG. So, Element untersuchen. Okay, wo kommt man da überhaupt weiter? Muss ich irgendwo. Aha, man muss drücken hier. Spannend. Hinweis, spannend. Warte, was kommt für ein Hinweis? Mama, er hat schon wieder meinen zweiten Song formatiert. Warum steht das Screen 8a? Gibt's auch ein B? Ich denke mir mal, vielleicht steht da was. Okay, was steht da? Wasser zu Wein. JPEG. Background. Notiz für mich, den Leuten immer sagen, dass JPEG keine Band ist, sondern ein Dateiformat, ne? Das ist JPEG. Jetzt muss ich hier Musik 2 eingeben. Musik 1. Okay, was bedeutet das? Also er sagt irgendwas mit JPEG. Es hat irgendwas zu tun mit dem Ton, den man hört, und mit einer Musikdatei, die keine ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich glaube, man kann die herunterladen, ne? Diese Musikdateien von einer Homepage. Und zwar, wie heißen diese Dinger da jetzt zum Beispiel? Heißt es Moose 2 MP3?
2.mp3 wird nicht unterstützt, okay? Dann lade es runter. Wie ladet man was herunter? Ich glaube, ich weiß schon, was der meint. JPEG ist keine Band, sondern eine Musikdatei. Sondern eine Dingdatei. Ich weiß schon. Was steht da nämlich? Sie hat schon wieder meinen zweiten Song umformatiert. Es gibt hier zwei Dateien drin, das sieht man einmal. Es ist Moose 1, das ist das Audio, was im Hintergrund läuft. Wenn ich richtig. Und dann gibt es noch dieses Ding hier. Das ist keine Musikdatei. Das ist eine. Achso, ich glaube, ich muss es einfach nur. Muss 2.jpg machen. Nö, aber so knapp vorbei. Du musst die Datei umnennen, statt sie anzusehen. Das ist schon das ist der richtige Weg. Was meint er? Umnennen? Er meinte umbenennen, oder? Statt sie anzusehen. Ich will sie ja eh umbenennen. Warte mal. Was sagt er? Ich muss die Datei umbenennen, statt sie anzusehen. Umbenennen statt die zweiten. Aber nö, aber so knapp vorbei. Okay, also es gibt die Datei, die heißt Musik 2. Und die ist keine Datei, sondern ein JPEG. Ja, ich will sie runterladen. Wie denn? Dann speichern wir mal hier auf dem Desktop. Nein, wir speichern sie woanders hin. Auf Arbeit. Wir nehmen mal hier einen Ordner, der nennt sich NotPron. So, und da speichern wir das Ding jetzt mal rein. Arbeit. Wo waren wir? NotPron. Und? Nee. Ich habe es jetzt mit dem Movie Maker aufgemacht. Funktioniert nicht. Was meint er damit? Ach so, man kann die sich ja auch Dateien aufmachen. Wie geht denn das? Öffnen mit Textpad. Eine andere App auswählen. Was haben wir noch für Apps hier? Weitere Apps. Im Editor zum Beispiel. Image, JPEG. Mit Adobe erstellt, Auflösung. Jetzt steht da was drin. Warum stehen da so viele kryptische Zeichen? Normalerweise gibt es doch. Ja, die F, W3C. Das hat er ja gesagt, oder? Er hat gesagt, nö, du musst die Datei umnennen, statt sie anzusehen. Umnennen. Schon 1. Steht da was drin? Ah,
Eigentlich suche ich nach einem Link, oder? HTTP. www. Nochmal, was meint er jetzt? Schauen wir mal, ob das richtig ist. Also, Notiz für mich, den Leuten immer sagen, dass JPEG kein Bild ist, sondern ein Format. Was ist das für ein Bild? Screen 8. Irgendwas hat es mit diesem Bild auf sich nochmal. Also, Wasser zu Wein. Ja, okay, man muss etwas umbenennen. Das ist gemeint. Irgendwas konvertieren, umändern. In was? Ja, ich werde wohl kaum die Musik an sich umbenennen können, oder? Wie heißt die MP3? So, ich muss auch noch Stuff dran schreiben. Heißt aber so, oder? Punkt, Punkt. Nein, Punkt, Punkt, Stuff. Das heißt, ich muss eins zurück ohne diesen, dem da. JPEG. Nö, so knapp. Aber, nö, aber so knapp vorbei. Du musst die Datei umbenennen, statt sie anzusehen. Das heißt, ich muss sie eigentlich runterladen, oder? Image-Container, vor Zoom, Input, Checkbox. Da steht auch nichts drin, außer notpron.de ist darf, muss 2. Ich habe es ja runtergeladen, oder? Ich habe es jetzt runtergeladen und würde. Was ist das eigentlich für ein Ding? Öffnen wir das auch mal im Editor. Steht da was drin? Ich muss die Datei umbenennen. Das ist schon mal ziemlich schwierig in Windows 10. In was soll ich sie umbenennen? Es muss ein Passwort drin stehen. Nochmal gucken. Es muss eigentlich hier ein Passwort drin stehen. Irgendwo muss ein Passwort drin sein. Man kann ja in so einem Bild kann man auch Informationen reinspeichern. Exif, Nativ. So, schauen wir mal kurz. Wir tun mal hier. RDF Description. Hier sind das sind sogenannte. Soll man das nennen? Tags oder sowas in die Richtung?
RF Description. Date. About. Pixel. Vielleicht steht da irgendwo was, wenn ich das mal alles hier mal auf die Seite mache. Color Mode 3, Photoshop. Seht ihr irgendwas? Ich sehe nichts. RDF, XML. Man erkennt noch, dass es mit Photoshop gemacht wurde. Man erkennt. Null Text, Message Text, Alt Text, Cell Text. Default. Slice, Known. Bottom. Nein, da ist irgendwie nichts. Also ich erkenne jetzt nichts. Das da unten sind die reinen Bildinformationen. Die schauen so aus. Das hier oben ist der sogenannte Dateikopf. Der aber auch nichts aussagt. Vielleicht mache ich es falsch. Vielleicht denke ich wieder zu kompliziert. Was sagt er nochmal? Bla, falsches Bild. Mama, er hat schon wieder meinen zweiten Song formatiert. Ja, Musik 2. Musik 1, Musik 2. Musik 2, darum geht's. In Musik 2 ist ein Bild drin. Da muss irgendwas sein. Was ist da drin? Musik 2. Ich muss das entfernen hier, dass da nicht mehr der Song steht. So, das Ding soll nicht mehr drin, es soll ein Image sein. Mensch. Nochmal die Seite hier öffnen. Warte mal. Und zwar das hier möchte ich umbenennen. Aber das kann es ja nicht sein. HTML-Element Attribut hinzufügen. Nein. Als HTML bearbeiten. Man kann das machen, echt, ist ja cool. Okay, so jetzt machen wir das mal. Und zwar ist das ein Image. Kann ja nicht sein, dass man hier HTML programmieren muss. Image JPEG. Ja, doch, das nur hier auf, sonst nichts. Aber so knapp vorbei, du musst die Datei umbenennen, statt sie anzusehen. Ich habe sie doch umbenannt. Nochmal da. Nochmal laden. Hat sich das gemerkt, dass es jetzt ein JPEG ist? Ja, soll aber es. Also, es gibt eine JPEG-Datei. Es gibt eine Datei, die keine ist. Es gibt eine MP3-Datei, die keine ist. Die hier. Weil sie ja eigentlich eine MP3-Datei ist. Dann sagt er, dieser Audiotyp wird nicht unterstützt. Jetzt drücke ich auf Quellcode anzeigen. Vielleicht mit einem anderen Browser öffnen.
was haben wir denn noch alles? Hier Oprah. Warum will er meinen Nutzernamen und mein Passwort? Ich habe keins. Radio.html. Ja, so stehe ich nicht. Bitte mach mal das Level hier auf. Echt, der will jetzt echt ein Passwort. Kalte Hand, aber ich habe kein Passwort. Okay, doch. Und jetzt bin ich wieder hier. Jetzt machen wir das in einem anderen Browser. Vielleicht kann ich dann die Datei öffnen, was ich zuerst nicht konnte. Hide Element Collapse. Wo ist diese Datei jetzt? Warte mal. So, jetzt machen wir es im anderen Browser auf. Mal sehen, vielleicht kann das nur das Ding nicht runterladen. Speichern unter. Okay, jetzt kann ich es runterspeichern. Arbeit. Not prone. Speichern. Gut. Und jetzt gehen wir da mal rein und löschen das erste raus. Mush2.jpg. Windows. Das ist bei mir so nervig. Jungs, wenn ich da was umbenennen will, dann will ich es umbenennen und nicht nur. Öffnen mit andere App auswählen. Weitere Apps auswählen. Editor. Ist das besser? Da steht was mit JPEG. Vielleicht ist das Passwort einfach JPEG. Da muss hier irgendwo ein Passwort stehen. Aber wo? Saarland, Photoshop. Es müssen eigentlich zwei Wörter sein und die sollten eigentlich das Passwort ergeben hier. Sequenz, Creator, Default, Known. Vielleicht ist das Passwort einfach JPEG. Vielleicht ist es einfach. JPEG. Nein. Das Passwort heißt nicht JPEG. Photoshop-ID. Wo ist denn Photoshop-ID drauf? Nun denn, Leute, was mache ich falsch? Da muss doch irgendwo was drin stehen. Im Title steht nichts drin. Da, Passwort. Da steht auch was im Passwort jetzt. Passwort? JPEG.
Inverted Level 10. Inverted Level 10. Not prone. Rules. Also vielleicht das Passwort Level 10 Rules. Schauen wir mal kurz. Level 10 Rules. Inverted, also net level rules. Nein. Deathball image JPEG Passwort. Passwort. Das ist, was ich gerade vorlese hier, damit ihr das auch seht. Da steht da so drin, also das sind immer so Beschreibungen in einer Datei. Exif und so weiter. So. Dropout, Slice, Color Type. Pixel. Resolution. History, Color Mode, Urgency 1. Es wurde 2004 erstellt in Deutschland, in Saarbrücken. Was ist das? Battlegeuse HTML. Schauen wir mal kurz, was ist da drin? Authorization required. Fake error. Okay, was bedeutet das? Not prone, help, battlegeuse, HTML. JPEG. David T-Boy. Wer ist David T-Boy? Was ist Deathball hier? Da steht Passwort. JPEG. Das dürfte irgendwie die Passwörter sein. Not prone, rules, inverted. Level 10, 10 level. Vielleicht 10 level irgendwie.